und herzlich willkommen zu Summoner's War Chronicles. Heute mit einer erneuten Beschwörungsrunde LD-Scrolls. So, diesmal habe ich 112 kleine LD-Scrolls mitgebracht. Hier bekommen wir dann noch eine. Dann haben wir hier insgesamt 5. Und das ist die Tome 200 Schriftrolle, die wir dann auch heute noch öffnen. Wir fangen einfach an. Es gab ja viele Möglichkeiten, jetzt LD-Scrollen zu bekommen. Deswegen sind wir schon wieder in einer LD-Beschwörung drin. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir auf Glück. Wir fangen einfach an. Ihr wisst mein Glück, ihr kennt mein Glück, dass das nicht so prickelnd war die letzten Wochen, Monate. Und ich immer irgendwie nur aus den Safe LD5 Rollen LDs rausbekomme. Also jedenfalls die letzten drei, die ich bekommen habe. Was dann schon ziemlich ärgerlich war. Die letzten 25 4 bis 5 Sterne Schriftrollen war nur ein 4 Sterne Monster. Ja. Deswegen hoffen wir heute, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Ja, ich lasse wieder bis zur Wolke, wie immer, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Und dann hoffen wir natürlich, dass da irgendwas zwischen ist. Sollte ich ein Dupe bekommen, räumen wir das wieder am Ende rum. Ich habe sogar einen Würfel, den man aus den Tower bekommen hat. Den könnten wir nutzen, wenn aus einem Dupe noch ein Dupe wird. Also das ist mein Plan. Ich will den nicht nehmen, um einfach weiterzurollen. Nein, ich werde den Würfel nur nehmen, wenn ich aus einem Dupe wieder ein Dupe bekomme. Und wenn es dann nochmal ein Dupe ist, habe ich leider keinen mehr. Ich habe nur einen Würfel. Und Kristalle habe ich, denke, auch genug. Also erstmal ein LD5 bekommen, ne? Also, wir haben ja wieder ein Safe LD, aber ich hoffe natürlich, dass in den ganzen Rollen davor natürlich auch mal irgendwo eins mit drinne versteckt ist. Achso, ich war übrigens bei 0, ne? Ich habe letztes Mal tatsächlich die kleinen Rollen auf 0 gemacht, weil ich ja die eine 4 bis 5er Rolle noch haben wollte. Und von daher wissen wir ganz genau, wie viel wir schon geöffnet haben. Das ist diesmal echt gut, also muss ich schon so sagen. Das habe ich gut geplant. Aber nein, wir öffnen mehr als die 70. Wir öffnen alle durch, in der Hoffnung, dass noch irgendwas kommt, was ich gebrauchen könnte. Und nicht wundern, heute ohne Kamera, weil ich etwas krank bin. Und da will ich mich selber nicht sehen. Ihr wisst das schon. Ihr kennt das bestimmt jeder selber. Ja. Also deswegen höre ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen komisch an. Aber ist denn halt so. So, jetzt haben wir noch einen Vierer. Also mittlerweile, liebe Leute, ich muss was Neues berichten. Ja, ich sag ja immer, wenn ich einen Vierer wenigstens bekomme, soll ich doch den Dover mal bekommen. Ich habe ihn mittlerweile, und zwar durch dieses Buch. Da muss man ja diesen Remy auf das Herz auf 5 bringen und dann tatsächlich und die ganzen anderen Aufgaben machen. Und tatsächlich kriegt man da einen Dover. Dadurch habe ich ihn jetzt. Ich bin sehr, sehr froh, weil dadurch konnte ich mir auch denn die Verwandlung schon holen. Was ja auch wichtig ist. Es gibt alles Bonus-Stats. So. Ich will gar nicht gucken, bei wie viel ich bin, ne? Also ich weiß spätestens, wenn ich die Rolle da unten einsammeln kann, dass ich 70 beschwört habe und keinen Fünfer gekriegt habe. Aber ich sag mal so, dieses Spiel ist wenigstens noch relativ nett, weil du irgendwann diese Safe-Fünfer-LD hast, die du dir irgendwann hoch erspielen tust. Im Gegensatz, also nach 700 normalen Rollen spielt man sich die quasi, hat man irgendwann ein Safe-Fünfer.
Was man, ich finde tatsächlich, dass das in Sky Arena, die das auch mal reinbringen können, weil mein Account ist 9 Jahre alt in Sky Arena und ich habe kein einziges LD5. Kein einziges. Weil ich einfach kein Glück habe. Jede LD-Rolle, die ich da öffne, gucke ich erwartungsvoll an und hoffe einfach, dass irgendwas kommt. Ja, das mache ich hier nicht mehr, weil ich einfach schon weiß, dass nichts kommt. Und ich hier ja auch schon irgendwann was gezogen habe. Gefühlt ist auch, die kleinen Rollen sind nur Food-Rollen und die 4 bis 5er sind auch nur Food-Rollen. Aber ich habe immer noch Vierer, die ich nicht habe. Das ist so echt so cringe. Man zieht immer genau die, die man nicht hat, also die, die man schon hat, und das ist so krass. Ja. Habe mir auch Spaß, einen dritten Account gemacht. Einfach just for fun, weil ich Langeweile hatte. Um einfach nur zu sehen. Mittlerweile ist es ja ziemlich easy, den Account hoch zu pushen. Ne? Du brauchst ja bloß bestimmte Dias, dann kannst du die Story überskippen und dann durch dieses Event, was gerade ist, wo man Dias zurückkriegt, war das so schnell, war ich die Story durch. Das war ja Wahnsinn, ne? Nur mit Dias, die man halt vom Spiel bekommen hat, also ohne Dias zu investieren. Und hab dann einfach nur die Monster, die ich hatte, irgendwie ein bisschen hochgelevelt, nur um Konto Level 50 zu werden. Und hab mich gefreut, mega auf diese Fünferrolle zu öffnen. Und was kommt drei raus? Der Licht-Kobold-Bomber. Ich hab echt gedacht, also ich hab echt kein Glück. Egal, welchen Account ich anfange oder was ich mache, ich habe irgendwie kein Glück. So ist es übrigens in Sky Arena auch gewesen. Ich habe bestimmt 6 oder 7 Accounts. Nur weil ich irgendwo einfach ein LD5 haben wollte. Das Ende vom Lied. Ich habe mir irgendwann einen LD5-Account gekauft, den ich jetzt auch nicht mehr spiele, aber es ist aber nicht gezogen, deswegen fühlt sich das nicht so gut an, muss ich mal dazu sagen. Ey, das ist Wahnsinn, ne? Wir sind gleich bei 70. Wie gesagt, wenn wir bei 70 angekommen sind, weiß ich, ich habe 70 mal geöffnet, um mal ein Fünfer zu kriegen. Weiß gar nicht. Also, ich glaube tatsächlich, wenn ich 100 Rollen LDs hatte, 100 plus Rollen, war bisher immer irgendwie ein Fünfer dabei, glaube ich. Also, ich glaube, das hatte ich noch nie, dass ich 100 plus Rollen geöffnet habe und kein Fünfer bei war, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich mache ja diese Beschwörungsvideos jetzt schon, oh, seit dem Sommer letztes Jahr. Also seitdem ich irgendwie spare hier in dem Spiel, warum auch immer. Vielleicht, ich habe mir auch schon so gedacht, ja, vielleicht sollte ich einfach jede Rolle öffnen, so wie die anderen. Und weil die haben ja auch einfach mehr Glück als ich. Die öffnen ja jeden Scheiß. Also das ist halt so die Frage. Was macht man? Macht man, ist meine Variante jetzt gut? Ist meine Variante jetzt schlecht? Oder ja. Oh, ein Hol. Deswegen, warum kriege ich den Hol? Den habe ich vor allen Dingen schon max, sogar im Buch maxt. Ja, gleich bei 70. Ich glaube, was hatte ich? Ich glaube, 40 Rollen müssten das da. Oh. Fünfer, Fünfer, Fünfer. Oh, bitte, bitte, bitte. Kniet nieder, meine Zeit ist gekommen. Wer ist das? Fick die Henne, Alter. Das ist mein allererstes LD. Okay, ich. Ich darf nachher rollen. Oh nein. Oh, wir machen weiter. Ich will gar nicht. Ich wusste nicht, was er für einen Spruch hat, wusste ich wirklich nicht. Ich wusste auch nicht, dass er das ist, wo der das Schwert da geworfen hat.
kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe echt kurz überlegt, wer hat denn ein Schwert und wirft das? Aber das ist auch noch Fermionis, ey. Also, ne, ich bin seit eh und je, ich habe Fermion gezogen im letzten Jahr im Mai. Also vor fast ein Jahr. Und der war mein allererstes LD. Ich habe mich auch mega gefreut, weil er einfach mega cool aussieht und halt auch, ne, er ist schon mega cool an sich. Man ist zwar kein PvP-Schar oder sonst was, aber er ist halt so PvE-technisch ist er halt mega cool. Und ich bin seit eh und je im Gildenraid der Fermion-Spieler. Also klar haben wir mittlerweile schon mehrere Leute, die auch ein Fermion haben, aber ich bin seit eh und je die, die den Fermion mit hat. Ich habe auch gesagt, wehe, wenn die Planung kommt und ihr nehmt ihn bei mir raus, dann gibt's Ärger. Ja, weil ich habe ihn extra dafür gebaut und ich. Selbst wenn ein anderer den zieht, nein, die haben den nicht mitzunehmen. Das ist mein Part. Das ist einfach so, weil es mein erster LD war und ja. Ich finde ihn immer noch mega toll. Aber hätte es jetzt nicht der Licht sein können, das wäre doch viel cooler gewesen. Da hätte ich beide. Ich glaube, ich habe noch kein LD, wo ich beide habe. Oder? Ich weiß, dass ich auf meinen Twink-Account so immer beide so ziehe, ne? Aber hier habe ich keinen einzigen, wo ich beide habe. Aber warum Fermion? Ey, meine Fresse. Vor allen Dingen, es wird wieder extrem teuer sein, hier die 10.000 Kristalle auszugeben, nur um wieder ein anderes Dings. Aber ihr habt gesehen, er kam vor der 70, ne? Also, ich habe genau 70, fast 70 geöffnet und dann kam er. Also, naja, gut. Ja. Also habt ihr von mir auch mal eine Fermionziehung gesehen? Es kommt wieder ein Vierer. Also um die 40 müssten wir dann kommen. Ab 112 oder so hatte ich. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, wie viel. Ah, ist ja auch egal. Hab gestern ein bisschen übertrieben. Ich war gestern im Voice, hab gedacht, ja, so um die 150 Rollen muss ich noch öffnen. Naja, sind denn doch nicht so viele. Sind denn doch nur so rund 120, aber trotzdem, ja. Egal. Aber wie gesagt, ne, so das Glück ist nicht auf meiner Seite. Ich hätte gerne ein paar schöne PvP-LDs. Weil ich da einfach mal weiterkommen will. Weil ich habe immer so eine Bleppo-Devs, gut, klar, letztes Mal Jäger, ja. Wir können uns immer noch streiten. Seitdem habe ich meine Kina hochgepowert, um einfach ein paar Devs auch für Siege mit Kina zu bauen. Aber so an sich, ich bin immer noch nicht begeistert. Ja, ich bin froh, ich habe ihn. Ich freue mich auch. Er ist cool. Aber ich habe mich gezwungen gefühlt, halt tatsächlich Kina dadurch zu spielen. Und das finde ich halt so. Ja, ich hätte gerne mal ein schönes Monster für meine Orbia. Ein schönes Orbia-LD. Das wäre schon cool. Also ich habe so viele Wunschmonster tatsächlich, aber ich möchte das auch gar nicht sagen, weil die in meinem Kopf drin sind, diese Wunschmonster. Und wenn ich die sage, weiß ich, dass das eh nicht klappt. Naja. Aber ich komme langsam voran, ne? Langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende zu. Das ist so witzig. Ja, komm.
Ich wünschte echt, ich hätte mehr Glück. Es gibt echt Leute, ich habe schon bei Leuten zugeguckt, die öffnen ihre Scrolls und kriegen alle 20 Scrolls einfach ein LD5, wo ich mir so denke, ei, ei, ei. Die haben ihr Glück gepachtet, also wirklich. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo man die ein gratis LD sich aussuchen kann, finde ich es echt schwierig, weil ich habe fünf von denen nicht und ich kann mich einfach nicht wirklich entscheiden. Und das ist deswegen hoffe ich eigentlich, dass ich, wenn ich hier LDs öffne, dass eins von denen, wo ich meine Entscheidung zwischen steht, einfach dass eine meiner Entscheidungen leichter gemacht wird, ne? Weil ich mich halt nicht zwischen mehreren entscheiden kann. Aber ich glaube, dieses Glück habe ich nicht gepachtet. Also, Sony hat schon mal nicht recht. Sony hat gesagt, das nächste LD, was ich ziehe, ist das Lichteinhorn. Gut, wir haben ja noch ein bisschen Platz, aber ich glaube nicht, dass das noch zu mir will. Das Lichteinhorn. Es sieht cool aus, ne? Das hat auch so türkis an. Das ist, glaube ich, das Einzige, was halt so türkismäßig aussieht. Oder war das das Blaue? Ah, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. War das das Blaue oder war das das Licht? Ach, naja, ist ja auch egal. Ich bin noch nie mit einem Einhorn auf der Map rumgerannt. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe noch kein einziges Einhorn gebaut oder bin damit rumgerannt. So. Na, vorletzte. Letzte. Letzte. Okay. Ah, ich habe gesagt 42. Ah, da ist er drinnen. Da hängt er im Schicksal. Okay. Fünf Rollen. Wir kommen leider nicht nochmal auf eine Safe, aber wir öffnen jetzt einfach und let's go. Also jedes Mal, wenn ich diese Rollen öffne und es ist kein lila Strahl, es ist einfach so deprimierend. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Da habe ich auch schon Leute gesehen, die hatten drei und haben drei Fünfer gekriegt, wo ich so denke, so. Oh, es ist wieder so typisch, ne? Das ist so typisch mein Glück. Ich hasse mich selber in der Hinsicht. Oh, das ist der letzte jetzt. Ey, ist das ärgerlich. Es ist wieder so, ne? Ich krieg aus einer 4- bis 5-Sterne-Rolle nie ein Fünfer raus. Warum auch immer. So, wir haben noch zwei Rolls. Also erstmal öffnen wir die und dann rollen wir mit meinen 50k Dias nochmal um und hoffen, dass das kein Dupe wird. Und ich hoffe, das ist auch kein Dupe. Oh, bitte, ey. Das ist jetzt die Turmrolle. Liebe Turmrolle. Dein Gegner wird die Hand umdrehen am Boden. Okay. Okay, keine Ahnung, ob die gut ist. Hätte ich die jetzt in Dunkel gekriegt, ne, dann wäre meine Entscheidung im Punkt und den anderen LDs auch einfacher gefallen. Aber okay. Licht, kann die was? Ist die gut? Ich hab überhaupt keine Ahnung von der. Was macht die überhaupt? Schießt magische Kugeln, um den Feind dreimal anzugreifen. Jeder Treffer hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, zwei Vorteile auf Defekte zu entfernen. Das klingt gar nicht so schlecht. Schwingt das Licht umhüllt das Schwert, um dem gegnerischen Ziel dreimal proportional zu seinem Max-HP Schaden zuzufügen. Der letzte Treffer greift Feinde innerhalb der Reichweite an und wendet mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Verstummen an. Kann ich die hier auch in erweckter Form sehen? Was macht er denn da? Vorteilhafte Effekte entfernen. Verstummen ist. Was ist Verstummen? Schwingt das Schwert in zwei Feinde anzugreifen und wendet Schwertenergie Ausstoß mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an. Ist es das? Hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die über jedes Verbündeten mit den niedrigsten HP zu heilen, wenn der Magierritter ein Ziel ohne vorteilhaften Effekt angreift. Okay, das ist gar nicht so. Ich finde die gar nicht so schlecht. Und sie sieht irgendwie mega cool aus. Naja, okay.
Wird auf jeden Fall gebaut werden und wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in das Schicksal von Fermion rein. Auf Wiedersehen, Fermion. Wir ändern jetzt dein Schicksal. Ich hoffe nicht zu einem Dupe, sondern jemanden, den ich noch nicht habe. Das wäre halt geil. Bombe, nein. Ich hasse es. Also, das sind so eine Sache, wo ich echt, ich werde da echt piss drüber, weil das sind, ey, oh. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich den Würfel nutze. Ich will keinen Koboldbomber haben. Oh, wartet mal, was macht denn der Koboldbomber? Index, Monsterindex. War das der, der gar nicht so schlecht ist? Weil wenn ja, behalte ich ihn einfach, dann ist das so. Aber ich wollte eigentlich den Würfel aufheben, wenn Dub kommt. Wo ist er denn, der Koboldbomber? Blockiert den Strom der Magie, um Feinde innerhalb der Reichweite anzugreifen und entfernt zwei vorteilhafte Effekte des Heals. Dann wird das Heal mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verstummt. Der klingt genauso wie die Magiere drin eben. What the hell? Erzeugt einen lauten Knall, der Feinde innerhalb der Reichweite dreimal angreift, wobei jeder Treffer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, Blutung anzuwenden, reduziert und Abklingzeit von Multiknallfrosch jedes Mal, wenn dieser Skill erfolgreich Blutung anwendet. Also der macht Blutung, der ist gar kein Bomber. Das ist der Multiknallfrosch. Skills Info. Das ist der Multiknallfrosch. Hey, der hört sich an wie die andere, die ich gerade. Das verstehe ich immer nicht. Erzeugt einen lauten Knall, der Feinde innerhalb der Reichweite dreimal angreift, wobei jeder Treffer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, Blutungen anzuwenden. Reduziert die Abklingzeit von Multiknallfrosch. Jedes Mal, wenn dieser Skill. Ach, das ist Multiknallfrosch. Der Skill heißt Multiknallfrosch. Mal, wenn dieser Skill erfolgreich Blutung anwendet. Angriff als Schaden. Er ist ja Bering. Ach, scheiß was, ich behalte ihn, ist mir egal. Leco mio, Cazzo Blanco. Er ist einfach so und wir holen ihn jetzt, ist mir egal. So, liebe Leute, ich habe mich entschieden, ihn zu nehmen, weil dann habe ich ihn. Mein Würfel hebe ich auf, weil falls ich von nach einem Dupe noch ein Dupe ziehe, dann habe ich nochmal den Würfel, um nochmal ein Dupe zu ziehen und das ist mein Plan. Ja, zwei neue, die sich ziemlich ähnlich lesen, zumindest von Verstummen her und vorteilhafte Effekte entfernen. Keine Ahnung, ob die irgendwer spielt oder nicht. Ja, ich bin nicht so begeistert, ich bin ein bisschen traurig, aber wie die letzten Wochen, ich bin einfach traurig, wenn ich LDS ziehe. Naja, ist halt so. Ich habe einfach kein Glück. Bitte schenkt mir Glück, Kamtoas. Bitte bei meinen nächsten Ziehungen. Ich wünsche euch alles Gute, schönen Tag noch und bis dann.